When she realized the conduit had been in the inn the night I was killed, she couldn't stand to think that I had been trusted where she had not. She brought me back to Unlife so that I would reveal what I knew. She wanted to work her way back into the conduit's confidence. But as you saw, Leandra had no interest in Evelyn's petty tricks. Eva Maria hat die Wiedererweckung von Bracchus Rex erwähnt. Wisst ihr etwas über ihn? Yes, yes. The king is dead, but not for long. Long live the king! Bracchus Rex has no equal, Hunter. His knowledge of the source is absolute, and through him so will the conduits be. The hour is nigh. You do not realize it yet, but his axe is falling towards your scrawny neck. Ich bin dann mal weg. Aber warte, ich kann mit ihm handeln. Ja, der hat einen Stab, der hat Stiefel. Luftessenz. Ja, der hat nur nette Stiefel. Das wäre alles. Okay. I am of little use to Leandra's cause now. My worm-eaten rind is an insult to her perfection. To my grave, then, I will go. I suppose she'll not grudge me my portion of rest. Okay. Okay. Der stirbt einfach von alleine. Der verzieht sich. These Immaculates aim to resurrect such an ancient evil, it'd be my honor to send him flying back to hell. Und man muss sich überlegen, wir sind halt irgendwie gefühlt noch immer am Anfang des Spiels, oder? Ja, irgendwie schon. So als ob es gerade erst so richtig losgeht. Ja. Aber jetzt wissen wir schon mal mehr. Ein Bracchus Rex soll wieder erweckt werden. Ich muss da immer an Jurassic Park denken, sorry. Wenn ein Rex wiederbelebt wird, es ist einfach... what? Oh, du hast... Achso, mit blutend hast du dich sogar noch geheilt. Das... Ich wollte das nicht. Ich heil... Ja, achso, ja, okay. Ich dachte, da wäre eine Tür. Ah, nee, nee. Irgendwas Interessantes gefunden? Eine leere Schriftrolle des Feuers, sonst ist da leer. Auch den da? Ja. Okay. Oh, ich habe irgendwo ein Amulett gefunden. Braucht jemand plus 1 Stärke und plus 50 LP. Oh, das ist was für uns. Ich habe auch noch einige Sachen. Und ich eine gute Rüstung, oha. Das ist auch was für euch, warte. Okay. Also, ich geb dir mal Sachen, die du identifizieren kannst. Ja, ich werde sie desinfizieren. Oh, die Berüstung ist wirklich gut. Ja. Was ist denn für eine Rüstung? Oh, okay. Ja, aber die Rüstung ist vielleicht eher was für Bear Daughter. Mhm. Ich glaube, das Amulett ist was für Ashgarn. Ja. Weil er braucht keine Gewandtheit. Ich hätte noch vielleicht was für Bear Daughter. Ja. Ich habe hier erstmal... Oh, okay. Also ich habe ein Amulett, das gibt plus 1 Intelligenz. Und reflektiert 10% Nahkampfschaden als Luftschaden. Mhm. Das wäre vielleicht was für Medora oder für dich, weil wir kriegen halt nicht so viel Nahkampfschaden. Das wäre für mich sogar was. Ich hab's dir gegeben. Ja, ja, ja. Eins auf Intelligenz. Wow, okay. Und dann habe ich ein Amulett.
plus 1 Lehrmeister, plus 11 Feuerresistenz und gewährt die Fähigkeit Feuerschild. Mhm. Das ist geil. Würde ich behalten, wenn ich das darf. Ja, gerade weil du diese Leuchtkäfer machst und es ja vor dir dann brennt, ne? Genau. Genau, genau. Dann habe ich hier noch eins übrig. Warte kurz. Pass auf, ich habe vielleicht... Ich gebe dir noch ein paar Amulette, weil wir haben richtig gute Amulette an sich. Ich würde dir noch ein Amulett geben. Vielleicht kannst du das irgendwo... An Ria habe ich das gegeben. Vielleicht ich habe dir jetzt eins zurückgegeben, das wir erstmal, glaube ich, nicht behalten, wir beide. Oh, das wäre für dich doch gut. Ein Intelligenzpunkt. Ja, aber ich kann ja nur ein Amulett tragen. Und entweder ich habe halt 11% Feuerresistenz und die Fähigkeit Feuerschild. Ah, verstehe. Ja. Und das finde ich halt schon gerade ein bisschen besser. Mm. Und Berdort hat eins mit plus 1 Gewandtheit. Und ich habe ihr eins gegeben, plus 1 Gewandtheit, plus 1 Stärke. Genau, das würde ich für Bärdotter nehmen. Und dann brauchen wir das mit der 13% Giftresistenz wahrscheinlich auch erstmal nicht. Ich habe es nur mal wieder zurückgegeben. Okay. Oh, das ist ein ziemlich guter... Das ist schon ein ziemlich guter Feuerstab, den du mir da gegeben hattest. Aber ich glaube nicht so gut wie die beiden Stäbe, die ich habe. Einhand. Kannst du damit anfangen? Er macht mehr Schaden. Ich behalte den mal. Genau, die Rüstung brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die braucht. Nee, habe ich dir gerade zurückgegeben. Die macht halt zu langsam. Okay. Das ist für Erdotter nicht so gut. Dann kann die sich gar nicht mehr bewegen. Okay. So, also wir haben dann alles geklärt. Ich habe wieder einen Rucksack mit so ein paar Sachen drin, die du verkaufen kannst. Magst du den mir gerade rübergeben, weil ich habe zwei auch einen Rucksack, wo ich alles verkaufen kann? Schön. Ich habe dir gerade den ganzen Rucksack gegeben. Also ach so, ja, gut. Viel ist nicht drin. Ne? Du hast ja ein paar Schriftrollen, ne? Ja, ich habe leere Schriftrollen. Die habe ich erstmal behalten. Eine leere Schriftrolle der Erde und eine leere Schriftrolle des Feuers. Dann sammel du mal die Essenzen, weil die Essenzen genau dafür sind, dass man auch Papierschriftrollen einfach, weißt du? Mach ich. Und ich habe festgestellt, ich habe eine Schriftrolle des Feuerballs. Ich gebe die dir mal. Mhm. Kannst du damit was anfangen? Weil... Ja, könnte ich, ja. Ich habe den Zauber, ja. Ja, genau, genau. Das ist gut. Dann werde ich den mal verwenden. Sehr gut. Ich habe hier noch was für dich. Regeneration. Immer her. Oh, ich habe 6 Schriftrollen der Regeneration. Das ist okay. Das kannst du verwenden. Wie viele, Schriftrollen der Wiederbelebung hast du? Eine. Ich gebe dir noch eine. Ja, jetzt habe ich 2. Und Berdort hat jetzt auch 2 Schriftrollen der Regeneration, dann kann die das theoretisch auch. Sehr gut. Okay, nice. Boah. Okay, ich bin ready. Ich bin auch ready soweit. Ich heile uns natürlich noch weiter. Was? Wir müssen mal mit Berdotter. Kannst du mal mit Berdotter reden? Ach ja, mein Lieber. Warte, ich war gerade falsch. My friend, we have done it. The secret lair of Evelyn is before us at last. I will follow where you lead into this mystery and out the other side of it too. War nur ein Hinweis auf wohin. Genau. Manchmal verstehe ich die englische Sprache nicht. Die sagen ja alle irgendwie Evelyn zu ihr. Ja. Aber ich finde auch, das Englische klingt in vielen Teilen viel besser. Ja. Viel lyrischer. Ja, finde ich auch. Und ich mag diese, die Akzente, die die hier eingebaut haben. Zum Beispiel finde ich auch Medoras Akzent einfach nice. Ja, ne? Und Medoras aber auch. Und jeder hat so seinen eigenen Akzent. Das finde ich schon cool.
Ja, viel charakteristischer, als man glaubt, ne? Ja, genau. Okay. Dann, Moment, dann einmal heilen. Wen noch? Ah, okay. Nicht so weit rausrennen, warte! Na, da ist doch nur der Ausgang, ich warte ja hier. Ja, aber wer weiß, was vor der Tür passiert. Ja, ich bin doch nicht rausgegangen, ich werde da eh stehen. Okay, dann. Also. Ja, ja, da kommt jemand auf uns zu, nämlich Ahu. You have done it, haven't you? Das hab ich geraten. You've discovered the fate of Counselor Jake. Das habe ich in der Tat, lasst mich euch darüber berichten. By the gods. No one could have predicted such a dark turn of events. This is worse than my deepest fears made manifest. It just cannot be that they aim to resurrect him. Bracchus Rex. It cannot be! Forgive me, this news just so very upsetting. This thing. It was the king of tyrants. The embodiment of terror. The lunatics that seek his rise must be stopped, whatever the cost. Ihr nehmt euch diese Sache offenbar zu Herzen, Ahu. I do. I do indeed. Bracchus would unseat the king of demons in sheer perfidy and malice, given half a chance. For the world, for you and I to suffer his perversions once more is unthinkable. The possibility of his return is more than I can bear. And Ikara, that she has been dragged into this sorry business adds insult to insufferable injury. Wenn die Nekromanten Bracchus wiedererwecken wollen, dürften sie sich an seinem Grab treffen. Habt ihr eine Ahnung, wo ich suchen sollte? There have long been rumors that Bracchus's corpse was interred in the vaults beneath the abandoned Church of the Seven in Sicyl's eastern hinterlands. Aha. Jetzt müssen wir erst dahin. That place is crawling with undead these days, so the rumors may well be true. Where Leandra goes, the dead rise left and right. And even in death, the long-lost tyrant's corruption appears to persist. Come to think of it. Did anyone in Evelyn's lair mention the name Cassandra? Cassandra? Nein, niemand. Warum? It's nothing, Hunter. Nothing. My mind is reeling, but I'll feel better soon. After you've cut short Leandra's dark pursuits. Warum bedauert ihr, dass Ikara in die Sache verwickelt ist? She is a great woman, Hunter. A champion of all that is good and pure. She may have killed Jake, but then again, the man turned out to be a vile sorcerer. I can only surmise that she is on to her sister's sinister schemes, which makes me fear for her safety more than anything else. Wir haben die Anführerin des Kultes gesehen, Leandra, eine Quellenmagierin. Leandra. I know her, though I haven't seen her in years. As you know, she and Ikara are sisters. It's hard for me to believe that she's leading this cult. That she's delirious enough to go after Bracchus Rex. But clearly her involvement can no longer be denied. She's as smart as 10 wizards put together, Hunter. An opponent to be feared. Now, you said Jake and Evelyn called her the Conduit, didn't you? In that case, she may just be the elusive head of the Immaculates. Wer sind die Makellosen? There's a village in the forests north of Sicyl where a new religion has taken hold. Its followers call themselves Immaculates. And I've heard say they worship a leader called the Conduit. This village is called Silverglen. And if my suspicions turn out to be correct, there is sorcery at work there. Was meint ihr? Wer könnte der Unbekannte sein, von dem Jake uns erzählt hat, der Leandra im Gasthaus traf? Alas, I haven't the foggiest. Another sorcerer, perhaps? Or simply another victim of Leandra's ploys? The Legion didn't find a second body at the scene of the crime, so maybe he escaped with his life after all. Though, just as likely, his body too was taken away by Evelyn for
experimentation. Wir sollten unsere Untersuchung fortsetzen. And I will see if I can find out more about Ikara's involvement. But in the meantime, please, please pursue Leandra to the old church in the east and stop her before she can raise Brachus. I beg of you. Okay. Guck mal, was er so hat. Yep. Ob er was Neues hat. Nö. Er hat jetzt nichts Tolles. Okay. Außer einen... einen Zauberstab, einen Erdzauberstab mit 65 Schaden. Einen, aber nur für eine Hand. Nicht schlecht, aber ich bin eigentlich gerade ziemlich zufrieden mit meinen Zauberstäben. Also das ist schon... Ja. Wir haben gute. Okay, so. Dann würde ich sagen... Okay, ich habe noch was für dich. Ja. Du hast noch mal drei Reanimations... Wiederbelebungsdinger bekommen. Oh, nice. Dann lass uns mal miteinander reden. And so the mystery is solved. Counselor Jake was murdered by this so-called White Witch, Ikara. But as it stands, I guess our next concern is Brachus Rex. Dann wissen wir, was wir als nächstes zu tun haben. Wir müssen Leandra verfolgen und sie aufhalten, bevor sie Brachus Rex neues Leben einhaut. Then we know what we must do next. Pursue Leandra and stop her before she brings Brachus Rex back to life. Das denke ich auch. Wenn Brachus auch nur halb so gefährlich ist, wie Jake und Eva Maria behaupten, dann müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass er jemals wieder zum Leben erweckt wird. Agreed. If Brachus is half as dangerous as Jake and Evelyn claimed, we must prevent his ever seeing the light of day again. Yes. Sehr gut. Beide sind kühn. Ich überlege gerade, wir müssen auf jeden Fall in die Hauptstadt zurück. Ja. Moment, das kommt weg. Boah, da kommt jetzt aber auch. Findet die Hexe. Okay, und so weiter. Okay, also die verlassene Kirche ist jetzt endlich eingezeichnet. Ah, sehr gut. Bedeutet also, wir können jetzt uns erstmal nach Hause teleportieren, ha? Huh? Ja. Und dann die Quest abgeben und ein bisschen was verkaufen, oder? Und dann. Ja, genau. Los. Also gerade verkaufen wäre ganz gut. Und dann müssen wir halt echt in den Osten reisen. Nordtor. Ja, yeah, wir kommen. Ja. Sehr schön. Wow. Einfach nur wow. Ja, das war gerade irgendwie überraschend. Ja. Dass der Jacob auf einmal einer der Bösen ist. Ja, das hätte ich auch nicht erwartet, ne? Nee. Man hat ja immer gedacht, oh, der Arm, das arme Ratsmitglied, aber... Der Gell wurde einfach schändlich ermordet, der Arme. Ja. Von wegen. Ist echt so. Erstmal reden wir mal mit dem Aureus. You again. Do feel free to depart from Sicile at your earliest convenience. Ja, sehr gut. Lass uns über Jakes Ermordung sprechen. So, let me get this straight. There are insidious sorcerers running about town that turned a council ambassador into a zombie for sport. After said counselor was murdered by some mystery witch who subsequently trotted off to her cabin in Lucullor Woods. Sure you haven't omitted relevant details like flying brooms, black cats, and bloody pentagrams? By Belagar's nevers, sounds like a fantasy tale mothers tell their children before bed. And I bet none of it's more than fantasy either, though no doubt Ahu puts stock in your every word. Anyway, be these truths, half-truths, or outright lies, it seems to me your business in Sicile is concluded. Don't let the undead hit you on the way out. Ach, nett von dir, danke. Dann werden sie uns nicht umbringen. Ich schau mal, was er so hat.